Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de. Frohes neues Jahr wünschen. Ja, der Michael erstmal. Und der Markus. Hallihallo. Es gibt ja mehrere Jubiläen. Ja, eins war mein Geburtstag, aber über den wollen wir jetzt nicht mehr reden. Den habe ich nämlich auch schon immer sehr früh im Jahr hinter mich gebracht. Nein, wir hatten noch ein anderes Jubiläum, jetzt gerade schon zu Beginn des Jahres. Und zwar gibt es jetzt tatsächlich schon, und ich konnte es ja auch kaum glauben, als ich es gehört habe, aber wir sind ja mittlerweile auch schon nicht mehr die Allerjüngsten. Und wir hatten jetzt das Jubiläum 40 Jahre privaten Rundfunk in Deutschland. Gut, jetzt muss ich sagen, richtig würde es dann eher heißen, 40 Jahre privaten Rundfunk, der tatsächlich dann auch richtig aus Deutschland kommt, in Deutschland ausgestrahlt wird. Denn privaten Rundfunk konnte man tatsächlich auch schon vorher empfangen. Also gerade im Radiobereich war das schon der Fall. Radio Luxemburg zum Beispiel. Viele haben sich damals überhaupt nicht oder gar keine Gedanken gemacht, dass das jetzt ein kommerzielles Programm ist. Aber das gab es ja schon wirklich Jahre vorher. Ich kann mich 57. Genau. Und ich kann mich auch erinnern, auch als ich ganz klein war, 6, 7 Jahre, wie gesagt, da reden wir von Mitte der 70er Jahre, gab es also Leute, die sind wirklich damals mit dem Kofferradio durch die Straßen gezogen und haben Radio Luxemburg auf Mittelwelle gehört. Also heute natürlich undenkbar. Ne? Also heute hört man dann eher mal, keine Ahnung, wenn dann irgendwelche Kiddies dann irgendwas, keine Ahnung, über das Smartphone dann abspielen, wenn sie nicht gerade über Bluetooth-Kopfhörer hören. Absolut. Dann, das ist dann heute angesagt. Also wie gesagt, damals noch, Radio hat ja noch einen ganz anderen Stellenwert zu dem Zeitpunkt auch gehabt. Und ja, dann ging es aber dann tatsächlich richtig los. Und ja, der Geburtsort, der war, wenn du so willst, für den privaten Rundfunk in Deutschland Ludwigshafen. Ja, was wir jetzt übersprungen haben, sind natürlich die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre aufgekommenen Stationen, die von Südtirol, von Ostbelgien, vom Elsass nach Deutschland gesendet haben. Und da waren ja teilweise auch Programmmacher dabei, die dann bei der eigentlichen Gründung des privaten Rundfunks in Deutschland dann ebenfalls mit dabei waren. 1. Januar 1984, da startete das Kabelpilotprojekt Ludwigshafen-Vorderpfalz mit einer sehr, sehr überschaubaren Teilnehmeranzahl. Man musste erstmal aus- und aufgebaut werden, das Netz, das ist ja ganz klar. Und da startete tatsächlich PKS, die Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk, so hieß der Vorgänger von Sat1, war ja damals nur K1 quasi, also Kabel-1, wenn man so will. Satellitenabstrahlung kam ja dann erst 1, 2 Jahre später. Und auch Rundfunk, also Tonrundfunk sozusagen, hatte Premiere, wenn es jetzt wirklich darum geht, in einem Studio in Deutschland und auch in Deutschland ausgestrahlt. Studio in Deutschland gab es auch schon in den 50ern, Evangeliumsrundfunk, aber eben ausgestrahlt vom Ausland aus. Und zwar Radio Weinstraße, das war praktisch ein Regionalradio für Ludwigshafen, für die Vorderpfalz. Und die starteten auch am 1. Januar 1984, ganz, ganz früh. An mir ist das richtig vorbeigegangen, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Radio Luxemburg habe ich tatsächlich schon in frühester Jugend, ich war noch Grundschüler, auf Mittelwelle gehört. Ende der 70er Jahre, aber wie gesagt, der Start des Kabelpilotprojekts, man hat das vielleicht so als Teenager in Nachrichten so nebenbei mal gehört, aber nicht richtig wahrgenommen. Was ich mitbekommen habe, einen Tag später, da startete nämlich RTL Plus, wobei das eigentlich ganz am Anfang gar kein deutscher Privatsender war, sondern der sendete noch nicht aus Köln, sondern tatsächlich aus Luxemburg, wurde auch größtenteils von dem Team gestaltet, moderiert, betreut, das auch Radio Luxemburg moderiert hat. Das war natürlich das Spannende daran. Und Radio Luxemburg hat für den Sender ausgestrahlt, damals auch aus Düdelingen, aus dem Süden von Luxemburg, terrestrisch Richtung Saarland, Rheinland-Pfalz und je nach Antenne noch ein bisschen drüber hinaus. Die haben schon 1983
unheimlich Werbung gemacht. Wir starten ein Fernsehprogramm. Anfang Januar geht's los. Es kamen Hörerfragen. An Samstags kam ja immer mittags Hallo RTL, der Radioclub aus Luxemburg, wo auch Hörerfragen, gerade auch wenn es um Empfangsmöglichkeiten ging, beantwortet wurden. Und da ging es eben dann auch um das Fernsehen. Wie weit kann man es empfangen? Welchen Antennenaufwand muss man in Saarbrücken, in Trier, wie auch immer treiben, um das Fernsehprogramm empfangen zu können? Und das konnte ich zwar nicht sehen, aber hören, denn Radio Luxemburg hat diesen Sendestart tatsächlich im Radio übertragen. Ja, wann ging das bei mir los? Also ich kann mich an wirklich zwei Termine erinnern. Das eine war, das ist dann ein Jahr später allerdings erst gestartet, die ersten privaten Radios auf einer UKW-Frequenz. Das ging in München los. Und ja, ich hatte das Glück, dass wir mit der Schule eine Woche in München waren. Und nachmittags, wenn dann die Zeit zur freien Verfügung war, habe ich die Studios abgeklappert. Radio M1, Radio Gong 2000, Radio Aktiv, wie sie alle hießen. Boah, da warst du auch schon ein bisschen weiter. Also, dass ich zum ersten Mal richtig aktiv gehört habe, kann ich mich erinnern. Das war damals in Osterferien, wir sind immer zum Skiurlaub gefahren, nach Obertauern in Österreich. Und ich hatte das vorher, wo ich es aufgegabelt hatte, es gab ja damals noch kein Internet, vielleicht habe ich es tatsächlich mal in irgendeiner Fachzeitschrift gelesen oder so. Also ich wusste tatsächlich, dass es dort sowas Neues gibt, dass es dort jetzt privates Radio gibt. Ich kann mich erinnern, wir hatten dann tatsächlich eine Rast bei München eingelegt. Und dann habe ich mal dann damals noch bei meinem Vater im Auto dann halt dort im Autoradio mal die Sender durchgegangen, bin ich durchgegangen. Und ich kann mich erinnern, auf der Hintour haben wir auf der 96.3, die Frequenz gab es ja damals schon, Radio Gong 2000 gehört. Ja. Das ging damals so, sage ich jetzt mal, so circa 20, 30 Kilometer weit. Weiter reichte der Sender noch nicht, aber immerhin. Das waren so die ersten Momente. Ich kann mich auch noch erinnern, was da so ungefähr lief. Also ein Titel, an den ich mich erinnern kann, ist zum Beispiel Nikita von Elton John. Das war gerade zu der Zeit. Und es war sehr flott moderiert. Und in der Tat, es war zu dem Zeitpunkt wirklich mal was ganz Neues, so privates Radio zu hören. Und ich kann mich erinnern, auf der Rücktour haben wir dann auch wieder privates Radio gehört, und zwar damals auf der, ich glaube, 92,4 Megahertz war die Frequenz, ja, genau. Radioaktiv. Damals sogar ein richtiges, wenn du so willst, Jugendradio, das natürlich damals so den Sound der 80er gespielt hat. Wir haben uns ja, wie gesagt, in den 80ern befunden. Da lief dann Depeche Mode und solche Dinge, die da angesagt waren. Auch so einige, heute würde man sagen, Dance-Tracks, also Sachen, die damals in den Diskotheken rauf und runter liefen. Mhm. Italo-Disco und so weiter. Das war halt radioaktiv. Und so, das waren so meine ersten Gehversuche. Ein bisschen länger konnte ich die Programme dann hören, denn wir waren ein paar Wochen später, auch 1985, auch in München zu einer Schülerfreizeit, und da hatte einer auch bei uns dann ein kleines Pocketradio dabei, und da konnten wir dann auch mal länger, konnte ich dann zum Beispiel zum ersten Mal Radio Today, was es ja heute zum Beispiel auch noch gibt. Mhm. Es gibt ja einige, die haben also bis heute durchgehalten. Da habe ich also zum ersten Mal wirklich richtig Radio, privates Radio gehört, auch auf einer UKW-Frequenz. Später ging das natürlich auch bei uns zu Hause los. Ich kann mich erinnern, der Start dann von Radio 4, dieser Sendergemeinschaft aus Rheinland-Pfalz. Das war ja, wenn du so willst, der erste landesweite Privatsender, der dann auf Sendung ging. Damals genau. Allerdings gestartet auch erstmal nur im Raum Mannheim, Ludwigshafen, Vorderpfalz. Aber der Sender damals mit 5 Kilowatt aus Mannheim, kann ich mich erinnern, auf der 103,6 Megahertz, weil das Band damals noch so schön frei war und wir auch damals sehr exponiert gewohnt hatten, konnte ich das tatsächlich auch schon hören, war natürlich dann ganz begeistert, dass ich dann auch privates Radio zum ersten Mal empfangen konnte. Ja, beim Fernsehen hat das Ganze auch noch ein bisschen gedauert, aber ich kann mich auch erinnern, auch da waren wir Pioniere. Also wir nicht direkt, denn tatsächlich da, wo ich groß geworden bin, lag kein Kabel. Aber ein Teil des Dorfes, unter anderem da, wo meine Großeltern gelebt hatten, ist auch schon verkabelt worden. Und damals gab's auch so ein kleines Pilotprojekt. Das lag daran, also ein Nachbarort von uns, das war Holzheim im Rhein-Lahn-Kreis. Da, wo ich halt gebürtig herkomme. Und dort war immer der Fernsehempfang über Antenne sehr schlecht. Und damals hat man sich halt dazu entschieden,
dort auch schon so ein kleines Pilotprojekt zu machen. Und das war so das erste Mal, dass ich privates Fernsehen überhaupt gesehen habe. Natürlich, damals lief auch schon, da hast du ja schon PKS erwähnt. Ich glaube, das war dann irgendwann auch tatsächlich dann auch schon Sat.1. Dann RTL Plus natürlich, aber dann auch, und das war natürlich hochinteressant, englischsprachige Programme. Der Sky Channel wurde damals unter anderem dort eingekabelt, also aus Großbritannien. Dann Musicbox. Du hast gerade zwei Musicboxen, weil davor ja von Tele5 hieß ja auch Musicbox. Richtig, es waren zwei Musicboxen, ein deutsches und ein englisches. Wir haben natürlich damals, waren ganz begeistert gewesen, da aktuelle Super Musik. Super Channel gab's. Genau, den Super Channel. Ja, ja, genau, das waren Eureka, kam irgendwann Eureka dazu. Eureka war ganz schlimm. Die hatten irgendwann mal Hochwasser, da war das Studio überflutet. Da haben sie so als Festbild auch so eine Art Flut angezeigt und haben dann zwei Tage nicht gesendet. Sonntags morgens hat immer Pastor Wolfgang Wegert aus Hamburg gepredigt. Haben sie halt zur Refinanzierung. Und die haben ja irgendwie nur ein Sammelsurium von irgendwelchen merkwürdigen Sendungen gebracht. C-SPAN aus den USA haben sie oft übernommen. Und daraus ist ja dann später tatsächlich Pro7 entstanden. Richtig, auch das hat dann irgendwann mal angefangen. Und da kann ich mich, wie gesagt, auch noch dran erinnern. Also wir waren da tatsächlich privilegiert. Also selbst in Mainz und Wiesbaden und so, diese ganzen größeren Städte, die bei uns in der Nähe lagen, selbst Frankfurt gab es sowas noch nicht, aber wir in Holzheim im Rhein-Lahn-Kreis damals, oder wie gesagt, ich selbst bin ja gebürtig aus Niederneisen, Nachbarort, aber dadurch, dass sie das Kabel da halt auch noch weiter gelegt haben, konnten wir davon schon profitieren. Das war halt damals auch was ganz Besonderes. Und ja, so richtig angefangen hat's dann bei uns natürlich, also im Elternhaus dann auch erst, als wir dann Satellitenschüssel, Astra ging da dann irgendwann los. Und dann war natürlich dann irgendwann bei uns auch, hat dann das Zeitalter des privaten Rundfunks auch im Fernsehen dann auch erst so richtig begonnen, kann man sagen. Einige im Dorf, kann ich mich erinnern, die hatten damals auch schon diese zwei Satelliten. Das eine war ja der DFS Copernicus angesteuert. Davor dann schon eigentlich eher zur Verbreitung im Kabel dann schon die privaten Sender ausgestrahlt wurden. Aber mit Astra ging das ja dann richtig los mit kleinen Antennen, 60 Zentimeter. Und schon konnte man dann auch privates Fernsehen empfangen. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weiter und natürlich hat sich dann auch sowohl das Radio als auch das Fernsehen in den Jahren total gewandelt, kann man sagen. Also am Anfang waren es natürlich die Pioniere und gerade im Radiobereich kann ich mich erinnern, die ersten Privatradios, gerade das von mir angesprochene Sender, dieser Senderzusammenschluss Radio 4, wo es ja unter anderem auch schon RPR und so weiter gab, das war ein Sammelsurium aus verschiedenen Sendungen, verschiedenen Richtungen. Heute würde man sowas eher in einem offenen Kanal oder in einem nicht kommerziellen Lokalradio vermuten. Das Schlimme bei Radio 4 war ja vor allen Dingen auch, dass man nicht mal vernünftige Sendezeiten gemacht hat, sondern nein, man hat den Veranstaltern nach Prozenten im Prinzip die Sendezeit vorgewiesen, was dann zu Sendezeiten wie 0.13 Uhr bis 0.53 Uhr, 0.53 Uhr bis 1.13 Uhr, 1.13 Uhr bis 1.30 Uhr und so weiter geführt hat. Also weil es wirklich halt von der Prozentzahl, ich sage jetzt mal, 12,5% für Radio 85 war eben dann genau die Zeit. So und so viel Anteil tagsüber und so viel Anteil hat eben zu weniger attraktiven Sendezeiten. Aber eben genauer nach vorne. Man hat ja auch in Bayern, in Baden-Württemberg sogenanntes Frequenzsplitting gehabt, wo mehrere Stationen sich eine Frequenz teilen mussten, weil es viel mehr Programmveranstalter gab, als Frequenzen verfügbar waren. Man hätte ja italienische Zustände gehabt, wo alle 3 Meter neuer Antennenmast steht und man gar nichts mehr richtig hört, weil sich die Sender gegenseitig überlagern, weil es halt so viele sind. Aber man hat das eben dann so gelöst, man hat auf einer Frequenz mehrere Sender zeitpartagiert ihre Programme abstrahlen lassen. Aber wie gesagt, man kann das ja geordnet machen. Der sendet von 5 bis 10, der nächste von 10 bis 13, der übernächste und so weiter. Aber nein, in Rheinland-Pfalz war das wirklich ziemlich chaotisch gelöst. Vor allem im Nachtprogramm ganz, ganz kuriose Sendezeiten. Ja, nicht nur das. Ich kann mich auch an Kuriose mal erinnern. Du hast ja schon Radio 85 angesprochen. Irgendwann hat ja dann Radio 85 mit RPR fusioniert. Das war die erste Fusion, wo dann zwei Anbieter sich da zusammengeschlossen haben. Aber es gab davor schon eine Sendung, die fing noch
doch unter dem Label Radio 85 an. Ja. Und dann mit denselben Moderatoren ging es dann weiter. Mit RPA weiter. Genau. RPA weiter. Also wirklich ganz verrückte Sachen, die man damals in der Anfangszeit erlebt hat. In München haben manchmal die Übergaben nicht geklappt. Also im Prinzip, ich sage jetzt mal um 10 Uhr von Radio Xanadu auf Radio, ich weiß nicht, ich glaube Radio C war 11 bis 13 Uhr oder so, da war dann Brenner, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben die Übernahmen nicht geklappt. Der neue Moderator hat mit den Hufen geschart und wollte endlich senden. Der alte Moderator merkt, huch, der neue meldet sich gar nicht, mal gucken, ob ich da drauf komme. Und dann hat er einfach ein paar Minuten länger gemacht. Oder die Schaltuhr hat irgendwie dafür gesorgt, dass beide gleichzeitig on air waren. Da war, obwohl das ja eigentlich trotz gleicher Frequenz auch Konkurrenten waren, da war irgendwie ein gewisser Zusammenhalt sogar da. Da hat man einfach mal 10 Minuten Doppelmoderation gemacht oder so aus den zwei unterschiedlichen Studios. Also das gab schon wirklich Kuriositäten in der Anfangszeit, aber es war natürlich auch klar, dieses Frequenzspiel, in kein Hörer kapiert das, wenn da morgens plötzlich Radio Xanadu sendet, vormittags Radio Brenner, dann Radio Soundtrack und so weiter. Das kapiert ja auf Dauer kein Hörer. Welches Programm hörst du? Ja, morgens immer das und mittags das. Deswegen hat man dieses Frequenzsplitting im Laufe der Jahre eigentlich in allen Bundesländern wieder zurückgefahren. Gibt's überhaupt noch irgendwo Frequenzsplitting? Ja, zum Beispiel in Würzburg, abends Radio ja, Opera. Radio, zum Beispiel. Radio Opera. Da hofft ja Radio Charivari, das ist eben der Hauptanbieter sozusagen auf der Frequenz. Eigentlich schon seit Jahren, dass der Kollege Apostolov, wie der Betreiber von Radio Opera ist, vielleicht doch mal irgendwann in den Ruhestand geht, aber bisher tut er den Kollegen nicht den Gefallen. Ja, es gibt doch noch kleine Anbieter. Es gibt ja unter anderem noch, glaube ich, in Oberbayern ein anderes Radio Regenbogen, das ja eher so ein bisschen kirchlich. Wobei das war wirklich so. Bei Radio Opera ist es ja bis auf, dass die Programmfarbe völlig anders ist. Radio Charivari, so Classic Hits mehr. Und Radio Opera, wie der Name schon sagt. Wie dieses zweite Radio Regenbogen ist es dann schon so, dass man das oft so im Rahmen von Beiträgen in das normale Programm der jeweiligen Station mit einbindet. Das merkt der Hörer von außen unter Umständen gar nicht. Ähnlich wie diese Drittanbieter, die bei den privaten Fernsehstationen ja stundenweise zum Beispiel senden. Ja, zum Beispiel Spiegel TV und so weiter. Genau. Ja, da gibt's ja auch einige, die das machen. Ja, privater Rundfunk, privates Fernsehen. Was hat sich damals auch getan? Ich kann mich so in den Anfangszeiten auch an wirklich einige Tabubrüche erinnern. Kannst du dich noch an Tutti Frutti zum Beispiel erinnern? Ja, absolut. An RTL und so weiter und so fort. Also eine, sag ich jetzt mal, Erotik-Show. Also Sachen, wo sich vorher keiner dran getraut hat. Wobei mittlerweile ist das auch wieder ein bisschen zurückgenommen worden. Also dieses wirklich total, klar, da kam dann später, dann kamen dann natürlich solche Shows wie Big Brother. Da gab es dann halt andere Extreme, sage ich jetzt mal, im privaten Fernsehen, wo vorher Dschungelshow und so weiter und so fort, Dschungelcamp, wo vorher auch keiner dran gedacht hat, dass sowas überhaupt irgendwann mal im Fernsehen möglich ist. Heute, sage ich jetzt mal, privates Fernsehen wird hier oft als Unterschichtenfernsehen auch bezeichnet. Und natürlich merkt man immer noch den Unterschied, ob man abends die ARD einschaltet, das ZDF, oder dann irgendwann auf Sat.1 oder RTL oder Pro7 landet. Also entweder man sieht es daran, dass irgendwelche amerikanischen Serien laufen oder dass tatsächlich irgendwie, sage ich jetzt mal, Gerichtsshows und gut, es gab ja auch mal die Phase der Talkshows, das hat auch inzwischen wieder sehr stark nachgelassen, finde ich. Also der private Rundfunk, wenn man natürlich so wirklich so 40 Jahre jetzt mal Revue passieren lässt, hat natürlich dann auch immer mal Phasen durchgemacht. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, die damals ein Riesenskandal war. Das war Wimbledon. Und zwar, als es erstmals nicht von ARD, ZDF übertragen worden ist, sondern von RTL. Naja, ich erinnere auch daran, dass es eine Sendung namens Anpfiff mit Uli Potowski gab, die schon Ende der 80er oder war es 1990, später war es nicht, die ARD Sportschau für eine gewisse Zeit abgelöst hat. Sprich, also lange bevor Premiere, heute Sky und The Zone und so weiter Bundesliga live übertragen haben, war man halt gewohnt, so eine Zusammenfassung abends kurz nach 6 geht's los, ARD Sportschau. Nein,
irgendwann hatte plötzlich RTL dafür die Senderechte. Und das große Problem, das wird bei Wimbledon das Gleiche sein, das große Problem daran war ja nicht, dass das plötzlich ein anderer überträgt, sondern dass der andere die technische Reichweite noch nicht hatte. Da hatte eben noch nicht jeder Kabel, Satellit an IP, wollen wir ja gar nicht denken. Aber das war eben damals tatsächlich so, dass ja bei weitem noch nicht jeder Haushalt, wie es heute fast üblich ist, privates Fernsehen empfangen konnte. Und das war natürlich schon ein Problem. Richtig. Und ich glaube, bei Wimbledon ging das damals 86, 87 los. Und es war ja dann noch ein bisschen eher als das, was du gesagt hattest. Richtig. Und Wimbledon übrigens dieses Jahr auch wieder. Sky hat die Rechte verloren und Wimbledon verschwindet aus klassischem Broadcast. Der neue Rechteinhaber ist Amazon, überträgt das Ganze bei Prime Video. Das heißt, man braucht jetzt einen Amazon Prime Video Account, um dieses Jahr im Sommer Wimbledon sehen zu können. Ja, und natürlich sind wir dann auch bei einem Thema, wo man auch sagen kann, das hat sich im privaten Fernsehen tatsächlich auch mit den Jahren gewandelt. Also heutzutage muss man dann ja wirklich schauen. Also damals weiß ich noch, dass der Vorgänger der Champions League, wie gesagt, Europapokal der Landesmeister. Der Landesmeister oder auch der Pokalsieger, der was heute das Pendant zur European League ist, dass das damals natürlich noch ganz, ganz normal im frei empfangbaren Fernsehen lief. Und heute musst du gar nicht so weit zurück. Das ist vielleicht 4-5 Jahre her. Da hat zumindest ein Spiel pro Spieltag das ZDF noch übertragen. Kein privater, aber immerhin im Free-TV. Richtig. Und das ist ja heutzutage, hat sich ja total gewandelt. Und mittlerweile sind wir ja auch so weit, dass man inzwischen gar nicht mehr, selbst wenn du alles buchst, was über Kabel, Satellit und so weiter möglich wäre, du musst für einige Events mittlerweile tatsächlich einen Internetzugang haben oder irgendeinen Dienst abonnieren. Für immer mehr sogar. Oder für immer mehr. Jetzt beispielsweise, man kann ja noch von Glück reden, dass jetzt die Handball-EM, die im Moment ja gerade hier läuft, während wir das hier produzieren, dass die tatsächlich auch zumindest mal die wichtigen Spiele so aus deutscher Sicht und so weiter noch im frei empfangbaren Fernsehen laufen. Aber wer wirklich alles sehen will, muss jetzt zum Beispiel Dün abonnieren. Wieder ein ganz neuer Dienst. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Das Schlimme ist, die immer größere Fragmentierung bei solchen Diensten. Das werden immer mehr, somit auch immer höhere Abokosten. Aber wenn es dann auch noch so ist, dass der jeweilige Veranstalter seine Apps nicht richtig pflegt, dass der Empfang nicht richtig funktioniert, dass der Stream stockt, nicht mit allen Streaming-Geräten verfügbar ist. Also, sorry, wer ein Smart-TV hat, wo die Apps eingebaut sind, der holt sich nicht noch einen Chromecast-Stick, einen Fire-TV oder wie auch immer. Der will das über seinen Fernseher gucken. Und das ist eben auch eine Problematik, dass nicht jeder Dienst auf jedem Endgerät verfügbar ist. Und das macht es natürlich immer komplizierter. Früher habe ich einen Fernseher eingeschaltet, wegen mir noch einen Sat-Receiver dazu. Und dann lief alles. Und das ist eben heute auch komplizierter geworden. Immer mehr Anbieter auf unterschiedlichen Verbreitungswegen und eben nicht überall verfügbar. Ja, das natürlich damals auch noch, kann man sagen, viel mehr angesagt war natürlich so auch solche Hobbys wie SatDX. Da kann man jetzt mittlerweile sagen, es gibt dann immer noch einige, die betreiben das auch noch mit großem Interesse. Also für die jetzt damit nichts anfangen können. Das ist halt einfach, es gab dann Leute, die hatten wirklich eine ziemlich große Satellitenschüssel gehabt, eine Drehanlage, konnten dann auch unterschiedliche Satelliten ansteuern und haben dementsprechend auch viele Sender empfangen können, auch aus anderen Ländern in Europa beispielsweise, selbst aus Übersee wurde ja dann einiges übertragen und da gab es wirklich damals fast einen gegenseitigen Überbietungswettbewerb, wer dann gesagt hat, ich habe zum ersten Mal den und den Satelliten empfangen mit diesen und jenen Programmen, irgendwas Russisches oder aus Fernost und so weiter. Das war natürlich dann auch ein absolutes Erlebnis damals. Gut, heute kann man sagen, wäre das alles überhaupt kein Problem. Man könnte rein theoretisch alles übers Internet empfangen, aber man hat natürlich da mittlerweile Geoblocking.
Was natürlich dann irgendwann aber auch dazu kam, ist, dass auch immer mehr Sender auch über Satellit ihre Programme verschlüsselt haben, meistens auch aus rechtlichen Gründen, gerade Sportrechte, Filmrechte und so weiter. Das ist mit der Zeit unwahrscheinlich teuer geworden, sodass mehr oder weniger es da, obwohl es technisch überhaupt kein Problem wäre, sogar immer mehr eine Abschottung gegeben hat. Ja, in der Tat ein Riesenproblem. Das heutige DX, der heutige Fernempfang besteht darin, dass man eben dieses Geoblocking versucht irgendwie zu überwinden, indem man schlicht und ergreifend VPN-Tunnel einsetzt oder DNS-Server, die eben ja diese entsprechenden Sperren umgehen, so dass man dann das Fernseh oder selbst das Radioprogramm, das ist in Deutschland nicht so verbreitet, dass Radioprogramme geoblockt werden. Im Ausland sieht es teilweise anders aus. Wenn man die empfangen möchte, ja, da hilft eben tatsächlich nur VPN-Tunnel zum Beispiel, um eben dann diese Blockade sozusagen zu umgehen. Ja, wenn du jetzt auch das Radio ansprichst, und wir sind ja gerade bei diesem Thema 40 Jahre Rundfunk, privater Rundfunk in Deutschland. Wie hat sich Radio gewandelt? Also am Anfang war Radio, muss ich sagen, selbst das private Radio, hätte ich gesagt, war noch sehr öffentlich-rechtlich geprägt. Man kannte ja fast nichts anderes. Und ich kann mich erinnern, damals, wir hatten ja auch schon Radio 4 in Rheinland-Pfalz angesprochen, da gab es zum Beispiel abends eine Sendung, Redaktionsschluss hieß die. Da wurde eine halbe Stunde nur gelabert. Also wie gesagt, da wurden so die Nachrichten zusammengefasst, aber wirklich auch noch typisch öffentlich-rechtlich, keine Musik gespielt. Heute ist sowas undenkbar. Das gab es in veränderter Form auch bei anderen frühen Privatsendern. Ich erinnere an Radio Luxemburg, da hieß das ganze Radio Telex. Ich erinnere an Radio Adria, ein deutschsprachiges Urlaubsradio an der Adria, da hieß es Tagesreport. Also das war sehr, sehr weit verbreitet. Selbst mein FM, Regionalsender, der vor 15, 20 Jahre fast her, hier mal mein Gebiet gesendet hat. Selbst mein FM hatte so einen Tagesreport immer abends um 19.30 Uhr und um die Mindestquote für Wortanteil zu erfüllen, weil die hatten da entsprechende Auflagen, haben die diesen Tagesreport im Nachtprogramm immer wieder wiederholt. In der ersten Nacht dachte ich, das ist ein technischer Fehler. Dann habe ich mal nachgefragt beim Sender, dann hieß es, nee, wir machen das bewusst nachts, wo es wahrscheinlich nicht so viele Hörer trifft, und so erfüllen wir eben die Mindestquote, die wir an Wortanteil haben müssen. Ja, wie hat sich dann das Radio gewandelt? Das ging dann so, ich denke mal so, man kann sagen, so Anfang der 90er ging das dann plötzlich los. Da kann ich mich erinnern, da war ich Hospitant bei Radio RPA in Mainz im Studio Rheinhessen. Und ich kann mich erinnern, da war der erste Tag. Vorher hatten die eine Musikredaktion, die dann wirklich dann kann man wirklich sagen, fast nach eigenem Geschmack die Musik ausgewählt hatte. Da haben wirklich dann, teilweise haben auch die Moderatoren eigene Platten mitgebracht. Und dann gab es dann solche verrückten Sachen, dass da morgens schon mal Nick Cave and the Bad Seeds aus Australien damals lief, Independent-Zeug. Irgendwann hat man das dann umgestellt und hat gesagt, nein, man macht jetzt so, also Research hat man es damals noch nicht genannt. Man hat damals gesagt, man will die Musik populärer machen. Und dann gab es zum ersten Mal in der Zeit, als ich Hospitant war bei RPR, gab es dann tatsächlich Musikablaufpläne. Und ich kann mich an den ersten Tag erinnern, als dann gleich zum ersten Mal dann das Fax ankam, damals wurde das noch per Fax geschickt, wir mussten damals die Musiktitel raussuchen, einiges dann noch von Vinylplatte eingespielt, anderes schon von CD, und da war dann plötzlich in einem Musikablauf für den Tag dreimal der Titel The Best von Tina Turner. Und ich kann mich erinnern, dass damals der Chefredakteur von RPR Rheinhessen in Ludwigshafen in der Zentrale angerufen hat und gefragt hat, da stimmt was nicht. Das kann doch nicht sein, dass wir einen Titel dreimal am Tag spielen. Ja, heutzutage kann man sagen, kann man ja von Glück reden, gerade in den Hitradios, wenn, sag ich jetzt mal... Wenn er nur dreimal läuft. Wenn er nur dreimal läuft an einem Tag, genau. Und das hat sich dann, wie gesagt, auch mit der Zeit gewandelt. Und so zum ersten Mal Radio im amerikanischen Stil, wo ja, sag ich jetzt mal, dieses Formatradio schon längst etabliert war. Ja, der erste, der mir da sofort einfällt, ist natürlich 104.6 RTL aus Berlin. Genau, das war ja ein 1:1-Klon von 102.7 KISS FM aus Los Angeles mit Jingle-Paket, mit allem drum und dran. Ist es
Im Grunde genommen sogar bis heute. Und das war anfangs eigentlich ein wirklich geniales Programm. Das Format war noch nicht ganz so eng. Die Moderation war irgendwie ganz anders, als man es von den deutschen Programmen kennt. Man hat in Luxemburg schon so ein bisschen darauf hingearbeitet. So ein, zwei Jahre vorher hat das Luxemburger Programm umgestellt und dann kam eben das Berliner Programm. War wirklich genial, hat man auch überregional gern gehört. Das ging auch anfangs, weil in den ersten Wochen nach Sendestart, da war das Studio in Berlin noch gar nicht fertig. Dann hat man aus Luxemburg im Endeffekt gesendet und hat über Satellit, über Astra damals, das Signal nach Berlin zugeführt. Ja, und dieses Astra-Signal konnte man natürlich in ganz Deutschland hören. Danach, ja, obwohl es ganz, ganz viele Fans auch überregional gab, wurde das wieder abgeschaltet und wer 104.6 RTL empfangen wollte, es gab damals ein kultiges Schingel, Sie können 104.6 RTL nicht empfangen, ziehen Sie um. War die einzige Möglichkeit tatsächlich, bis es eben dann irgendwann Internetradio gab und dann war es natürlich über Stream überall verfügbar, wie heute noch. Nur heute ist es halt more of the same, ob ich heute Hitradio FFH oder 104.6 RTL höre. So richtig viel Unterschied fällt mir da nicht ein. Ja, und genau das ist halt auch etwas, was sich so mit der Zeit gewandelt hat. Also am Anfang des privaten Rundfunks war Radio tatsächlich noch ein richtig klassisches Einschaltmedium. Also man hat tatsächlich sich die Sendungen rausgesucht, die man hören wollte. Und mit der Zeit hat sich das immer mehr zu einem Nebenbei-Medium gewandelt. Das heißt also, heute dudelt ein Radio. Wenn du heute jemanden fragst, der den ganzen Tag ein Radio anhatte, kannst du noch aktiv sagen, was da lief. Also ganz davon abgesehen, dass sehr wenig läuft in sehr vielen Programmen mittlerweile. Abgesehen von Nachrichten hin und wieder mal, wenn man mal ein Lokalradio hört, auch ein lokaler Beitrag. Aber ansonsten ist das, wie du schon gesagt hast, eigentlich von Flensburg bis Oberammergau fast überall dasselbe, wenn man so die klassischen Radios einschaltet. Also ich sag jetzt mal, da hat keiner mehr so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Die Musikfarben haben sich da zumindest in den sogenannten AC-Wellen, also so Middle-of-the-Road-Wellen, doch sehr stark mit der Zeit angeglichen, weil ich sag jetzt mal, vieles geht dann über Musikberater, die machen dann Hearings und dann heißt es halt, die und die Titel, die laufen besonders gut und die werden dann natürlich dann auch bis zum Erbrechen gespielt. Tja, ich sag jetzt mal... Du bist fast bis heute geschafft. Ja, aber das ist natürlich auch eins, wo man dann viele heute auch sagen, ja, hat das Radio überhaupt noch eine Zukunft? Gut, mit der Zeit... kam dann tatsächlich, du hast es ja auch schon angesprochen, eine Revolution, auch für uns damals, war natürlich das Internetradio. Ich kann mich damals erinnern, als wir dann über Modem zum ersten Mal mit natürlich noch in der Qualität eher vergleichbar mit der Mittelwelle oder mit Telefon, dann zum ersten Mal eine Radiostation aus den USA gehört hat. Klar, wir hatten schon den AFN gehabt bei uns, aber dann wirklich mal richtig Live-Radio aus den USA. Da musstest du damals natürlich hinfliegen, um sowas zu hören. Ja, ja. Das war natürlich damals auch ein absolutes Erlebnis gewesen. Und aber auch dann, wenn es um den privaten Rundfunk geht, ich sage jetzt auch mal zum ersten Mal Stationen, auch andere Stationen aus Deutschland, die man dann vollkommen unabhängig von dort, wo du gerade dich aufhältst, tatsächlich hören konntest. Auch das war am Anfang natürlich dann noch ein Erlebnis. Heute ist es vollkommen normal. Für viele, sage ich jetzt mal, viele nutzen dann natürlich heute dann auch Alexa und wissen gar nicht, dass man überhaupt das Internet ansteuert, dass es also der Verbreitungsweg Internetradio ist. Damals war es, wie gesagt, noch was ganz anderes und es war wirklich auch was ganz Neues, Fabelhaftes, auch eine kleine Revolution. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie geht's denn weiter mit dem Thema Radio? Ja, nicht nur mit dem Thema Radio, sondern auch mit dem Thema Fernsehen. Also bei beiden kann man tatsächlich sagen, der Trend geht auf jeden Fall immer mehr zur nonlinearen Nutzung. Das heißt also zeitsouverän beim Fernsehen noch mehr als beim Radio. Denn also außer der Tagesschau, die wir tatsächlich oder die ich immer noch wirklich klassisch abends oft um 20 Uhr gucke. Selbst die schaue ich in der Mediathek oder höre sie als Audio-Podcast. Ja, ich sage ja mal, wenn ich dann ein bisschen zu spät nach Hause komme, ich zum Beispiel vom Tischtennistraining, schaue ich sie tatsächlich auch mittlerweile in der Mediathek. Aber ansonsten sage ich jetzt mal, ich kann mich nicht erinnern,
erinnern, wann ich zuletzt nochmal linear einen Spielfilm, selbst Tatort und solche festen Termine, die man vorher hatte. Nein, das schaue ich mittlerweile mir in der Mediathek an. Also beim Fernsehen. Absolut, genau. Beim Fernsehen ist ganz klar. Und ich kann doch jeden Anbieter verstehen, der mittlerweile sogar schon darüber nachdenkt. Gerade Anbieter, die nichts Aktuelles ausstrahlen. So ein Programm wie One von der ARD. Das macht tatsächlich mittlerweile mehr Sinn, das komplett nonlinear als Mediathek auszustrahlen. Auch sowas wie BR Alpha und so weiter. Und ich denke mal, da wird der Trend immer weiter hingehen. Wir werden noch bestimmt so 20, 30 Jahre, tippe ich mal, auch noch die klassischen linearen Programme haben. Sie haben natürlich jetzt durch die Fast Channels im Internet sogar nochmal so eine kleine Revolution erlebt, sage ich jetzt, oder eine Renaissance erlebt. Aber der Trend geht, sage ich jetzt mal, immer mehr dann auch zur nonlinearen Nutzung. Beim Radio ist das ein bisschen was anderes. Ich habe es ja schon angesprochen, Radio ist mehr ein Nebenher-Medium. Was ich mir nur vorstellen kann, was ich vielleicht irgendwann mal durchsetzen könnte, ist noch viel mehr Personalisierung. Das heißt also, dass das Radio tatsächlich noch deine bekannten Moderatoren präsentiert, Nachrichtenbeiträge präsentiert, aber dass du immer mehr Möglichkeiten, natürlich auch internetbasiert hast, auf die Musikauswahl Einfluss zu nehmen. Das gibt's ja heute teilweise auch schon bei einigen Anbietern, die das schon machen. Und natürlich ein ganz neues Genre, das hinzugekommen ist, sind die Podcasts. Ich finde das eine sehr, wirklich sehr spannende Geschichte. Es ist natürlich so, wie das Radio früher das Einschaltmedium war. So haben die Podcasts das, sage ich jetzt mal, mittlerweile übernommen. Also Podcast ist natürlich eine ganz hervorragende Geschichte, wo es natürlich auch immer neue Angebote gibt, wo es plötzlich auch Audioangebote gibt von bisher reinen Fernsehsendern. Ich sag jetzt mal, NTV als Nachrichtensender bietet zum Beispiel auch Podcasts an. Selbst große Medienhäuser, die bis jetzt eher im Printbereich tätig waren, bieten mittlerweile Podcasts an. Und das ist also, wie gesagt, dann nochmal ein ganz neues Genre, das natürlich Audio jetzt wieder zu einer Revolution führt. Also für mich ist das in dem Sinne ja auch kein Radio mehr, aber es gehört schon ein bisschen dazu. Und ich sehe das Ganze jetzt, den ganzen Audiobereich mittlerweile auch als ein ganz großes Universum. Und das klassische lineare Radio ist dann nur noch ein Teil davon. Aber da muss man natürlich dann auch mal jetzt mal schauen, wie viel wird Radio überhaupt dann heute noch linear genutzt. Und gerade in jungen Zielgruppen ist es ja mittlerweile so, dass es weit weniger genutzt wird, als es noch vor ein paar Jahren der Fall ist. Und das Lustige ist, die sogenannten Jugendwellen, wenn man da mal wirklich schaut, die haben teilweise Hörer, die sind dann schon 25 Jahre und älter. Ne? Ja, ja. Und da kann man also wirklich gar nicht mehr so von richtig jungen Angeboten reden. So die ganz Jungen, die nutzen dann heute eher mal so ein TikTok-Video und so weiter. Also fühlen sich dann da zu Hause. Wobei das Radio mittlerweile auch auf solchen Plattformen ja vertreten ist. Also auch viele Privatsender. Also fast kein Privatsender kommt heute mittlerweile mehr ohne solche zusätzlichen Angebote, webbasierten Angebote auf diversen Plattformen. Das hat bei Facebook mal angefangen. Heute, wie gesagt, ist es dann eher Instagram, TikTok und so weiter und so fort, Snapchat. Mittlerweile wird auch immer mehr Bild zum Radio übertragen. Das läuft dann über solche Plattformen wie Twitch, wo du dann dem Moderator mal zuschauen kannst oder wo dann auch sogar... Ich finde das komisch, dass genau das in Deutschland bisher relativ wenig gemacht wird. Wenn ich sehe, die großen italienischen, selbst die kleineren Privatsender, Privatradios, die haben alle auch praktisch ein TV-Angebot, wo du den Moderator siehst, wo du zwischendurch die Musikvideos sehen kannst. Das ist die Großen sogar teilweise über Satellit, die Kleinen machen es halt nur über Internet. Aber das ist in Deutschland überhaupt nicht verbreitet. Mir fällt spontan eigentlich nur Radio 21 ein und Ö3 plant das in Österreich jetzt. Aber ansonsten ist das in Deutschland noch völlig unbekannt. Ja, richtig. Ja, da kann man also sagen, medienübergreifend, Fernsehen und Radio. Klar, es gibt dann natürlich RTL als den großen Anbieter, aber man kann ja auch nicht sagen, dass das also quasi alles eine Plattform ist. Da sind tatsächlich auch Radios und Fernsehsender wirklich noch komplett voneinander getrennt. Wobei auch da wachsen die Medien immer mehr zusammen und auch da erwarte ich dann, dass dann auch privater Rundfunk, also privates Radio und privates Fernsehen irgendwann vielleicht dann doch mal in gewisser Weise auch mal zusammengehen.
Und gerade bei Audioangeboten und kann ich mir vorstellen, dass dass es da natürlich auch irgendwann mal eine Entwicklung dann in diese Richtung dann gibt. Ne? Wir werden es auf jeden Fall weiterhin redaktionell begleiten. Es lohnt sich, A, weiter unseren Podcast zu hören und B, natürlich auch auf teltarif.de vorbeizuschauen. Das auf jeden Fall. Okay, Markus, dann war's das mal wieder und wir hören uns dann demnächst mal wieder, würde ich sagen. Würde ich sagen. Dann bis dann. Bis Mach's dann. Gut. Tschüss. Tschüss. Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.